Wir sind wieder mal in Leipzigs Auwald unterwegs. Überall in Leipzig, in Deutschland gerade Sturm. Oh, ich hoffe, ihr hört jetzt ungefähr, was ich aufspreche. Kurzes Video, 4 Kapitel. Einmal geht es darum, wie man Selbsteinschätzung der Hunde vermeidet, indem man Beutefutter, Territorium, Sexualität ins Spiel wirft. Erstes Kapitel, dann hat uns ein süßes kleines Baby besucht mit, ich würde fast sagen, der besten Pferdetrainerin von Leipzig, Selina Höhner. Da habe ich gesagt, Mensch, du hast ja gerade ein kleines Kind, 3 Monate, Pinto kennt das noch nicht, komm mal vorbei. Und am Ende gibt es noch ein Video mit, ja, eigentlich war Pinto nicht für mich, sondern für eine andere Familie. Und zur gleichen Zeit kam dann Weimaraner. Und da geht es quasi im 4. Teil kurz drum um. Und das ist dann unser Montagsvideo. Gestern war ich nur im Wind, konnte ich dieses Intro nicht aufnehmen. Ich habe dann ein kleines Intro, wisst ihr, worum es geht. Freitag dann das nächste Video. Ach so, Videoantwort haben jetzt, glaube ich, schon knapp 15 Leute den Kanal geliked. Ab 50 Leute kann ich dann halt stoppen. Also wenn noch jemand dabei ist, der sagt, komm für den Anfang, kriegt erstmal 50 Likes, könnt ihr auch später wieder wegmachen. Also ich brauche halt diese Abos irgendwie, dass man da auch livestreamen kann und solche Sachen. Also ich würde mich freuen, wenn ihr auf unser Familienhund André Kaminski mal kurz ein Abo macht. Gut, das war's jetzt aber wirklich. Jetzt kommen die 4 Kapitel. Viel Spaß, schönen Dienstag allerseits. Ja, ich hoffe, bei euch ist nicht so windig wie hier bei uns gerade. Obwohl es hier im Wald, deswegen habe ich gerade überlegt, ich nehme auf, da geht's gerade. Es kommen übrigens gerade Kunden, da hinten kommt gerade Julius und Jakob. Da gehe ich nochmal zurück auf die Wiese hier. Erstes Kapitel für heute ist, wie gesagt, diese Begegnung, wo jetzt hier Beute und Territorium quasi ins Spiel gebracht wird. Und das ist immer ein bisschen schlecht, wenn Hunde sich zum ersten Mal begegnen. Wir haben ja quasi die Bulldogge, die mit einer anderen Bulldogge hinten zusammen und der Halterin kommen. Pinto ist ja territorial, sagt, wollen wir uns mal begrüßen, wie sieht's aus? Und die Bulldogge hat da einen Ball geschmissen bekommen, auf den Pinto jetzt da irgendwie gerannt ist und gesagt hat, guck mal, da gehst du jetzt von weg. Jetzt sagt die Bulldogge, nein, wir müssen um den Ball kämpfen. Pinto ist zum Glück ein Hund, der dann rausrennt. Aber ihr kennt das vielleicht, andere Hunde gehen dann in so einer Situation auch mal nach vorne, schmeißen sich auf die Bulldogge drauf. Und ich bin eigentlich immer ein Freund, wenn man sagt, hey, Beute, Sexualität, Territorium, Futter, wir müssen das ja nicht unbedingt reinschmeißen. Ne? Jetzt flog der nächste Ball in die andere Richtung. Es waren immer 2 Bälle parallel, der eine Hund in die Richtung, der andere in die. Aber das führt immer eventuell zu Aggressionen unter den Hunden. Ja, 2. Kapitel, da hatten wir zur Sozialisierung von Pinto die Selina zu Hause bei uns. Wie gesagt, sie ist eine sehr tolle Pferdetrainerin, ja, also beritt und alles sowas und hat viele Kindergruppen, wo sie da ist auf dem Reiterhof. Ja, und sie hat halt im September ein Kind bekommen und dann habe ich gesagt, Mensch, das ist aus dem Dezember dieses Video. Ich hätte gern mal, dass ihr vorbeikommt, dass ich das Pinto mal zeigen kann, Pinto den Kleinen. Wichtig. Und das sind so die ersten Momente. Ja, hier sage ich den Markersatz. Pinto denkt auch, kann nicht ganz nah ran. Victor ist es gleich ein bisschen unangenehm. Oh, da ist doch was hinter mir. Was ist das? Dann schicke ich auch Pinto weg. Nochmal ganz kurz, dass er seine Ruhe hat. Ja, und dann fragte Selina, Mensch, wenn wir einmal da sind. Das ist übrigens Lady, die Hündin von Selina. Und dann hat sie gefragt, können wir mal ins Klavier gehen? Und ihr könnt mal zugucken, wie der Kleine so reagiert auf die ersten Töne, die er so hört, mal von dem Klavier. Schon fast einschläfernde Wirkung, ne? Guckt mal Pinto an. Pinto kennt ja auch so ein bisschen die Lieder, die ist so Probe, der überlegt, nun kann ich hier mit dabei sein, was macht ihr gerade? Pinto wird auch gleich abdrehen. Ja, und der Kleine ist interessiert ein bisschen, hat auch mit seinem Bauch zu tun, das haben wir dann 10 Minuten später gemerkt. Aber das ist quasi die Situation, wo er jetzt auch überlegen muss, hey, was nehme ich da wahr, was ist das? Sagt sich dann, Mensch Leute, das langweilt mich, geht's mal hier raus. Dem Kleinen gefällt's.
ja, für mich ist es immer wunderschön zu sehen, wie so die ersten Regungen darauf sind, wenn man dann auch so Sachen wahrnimmt, ja, so ein kleines Mäuse. Ja, jetzt wechsle ich hier auf so einen Whitney Houston Song, ein bisschen Synthesizer-Klänge. Ist ja ganz interessiert, guck mal, wie groß die Augen werden. Hier wechselt das sofort, oh, wieso ist das so laut? Also fast wie, könnte man sagen, wie in der Vorsicht, wie in der Obacht. Was ist das? Extra so Kirchenorgel, mal ein bisschen volle Akkorde gespielt mit High. Hat er ganz große Augen gemacht. Ja, und ich wechsle dann auch auf Gitarre und mache noch ein paar schöne Melodien für ihn. Das merkt ihr auch direkt, das ist wie zum Reinlegen, yeah. Ja, wir hatten da einen Spaß und eine Freude. Und ich habe das halt einfach mal mitgefilmt, so nebenbei, diese Situation. Hier wollte ich wissen, wie fest greift so ein Kind, ne? Mit 2-3 Monaten. Ich habe ja keine eigenen Kinder, muss man ehrlich sagen. Und ja, es war ein wunderschöner Morgen. Mit den beiden. Wunderschön. Ja, hier sehen wir Henry, den Weimaraner. Mit Henrys Familie war ich in Stuttgart, 29.01.2020. Wir haben Pinto geholt. Und wir lassen die beiden hier gerade in der bekannten Wiese schnüffeln, buddeln. Und ich teste halt aus, wer von beiden, Podenco oder Weimaraner, kommt schneller. Gerade mit dem Sensibel machen, mit dem Richtungspfiff. Und ihr werdet sehen, dass es beim Weimaraner viel einfacher funktioniert. Na, wenn ich jetzt auch seinen Namen sage, ich muss gar nicht irgendwie laut werden. Er kommt sofort, na, ich komme. Hallo, da ist der Will-to-Please einfach genetisch viel stärker vorhanden. Pinto kommt erst, wenn ich einen starken Hustruf mitmache, auch mit ihm hier mich extrem durchsetze, dann sagt er, ich gehe aus den Mäusegerüchen. Aber ihm fällt das viel schwerer. Er freut sich jetzt auch, oh, er hat mich wieder freigegeben, ich kann weiter buddeln. Ich probiere es jetzt gleich mit einem langen Pfiff, ob da auch jemand zu mir kommt. Bei Pinto werdet ihr aber sehen, muss ich extrem viel Sprache gleich einsetzen, dass er überhaupt kommt. Bei Henry war es schon der Pfiff so sensibel machen, Ponti, dass er ankommt. Pinto denkt gar nicht dran. Ponti, hierher. Hierher. Pinto. Okay, wenn ich muss, dann komme ich. Aber alles total ungern. Vergleich Podenco zu Weimaraner. Pinto, komm hier. Du auch. So, kleines Zusatzkapitel jetzt doch noch. Wie gesagt, ich habe gerade Kunden getroffen. Der Jakob war 2022, 23 irgendwann mal jemand, den Pinto in der Sozialisationsanalyse hatte. Und das hänge ich euch jetzt nach rein, also hinten dran. Haben nicht nur vier, haben wir dann 5 Kapitel gemacht. So, wie gesagt, euch eine schöne Woche und guckt ruhig mal bei unserem Familienhund. Wahrscheinlich kommt jetzt schon diese oder nächste Woche mal so die erste Geschichte zusammengefasst, was mir jemand geschrieben hat, was ich da sehe, was man verbessern kann. Wenn man sowas, glaube ich, immer mal nebenbei hört, dann ist man irgendwann eh in den Methoden sehr tief drin, ohne dass man jetzt groß nach Leipzig kommen muss. Gut, ich freue mich, wenn es euch interessiert. Jetzt kommt das Video mit Jakob. Spreche ich wieder ein paar Sachen drüber. Das Zusammentreffen jetzt zwischen Jakob und Pinto filme ich hier quasi ab Sekunde 1. Jakob ist territorial extrem bestimmt. Er trägt den Maulkorb auch mit Grund. Ne, auch wenn das erstmal für uns vielleicht nicht so schön aussieht. Wir merken hier, er versucht alles zu geben, um Pinto zu zeigen, du, ich kann was, ich stell dich hier auch, ich stoppe dich territorial. Pinto versucht das wie immer
ein bisschen einzunorden oder der Selbsteinschätzung von Jakob zu helfen. Jakob ist extrem aufgeregt. Die sind ungefähr ein Alter beide, auch eine Gewichtsklasse. Und generell hat Jakob nicht genügend Kontakte aktuell zur Selbsteinschätzung, was aber auch dem geschuldet ist, dass man natürlich nicht will, dass irgendwie dritte Hunde extrem gemaßregelt werden. Ne? Also es gibt ja auch Hunde, wenn die dann vielleicht nicht auflösen zum Rennen oder nicht schnell genug weggehen, wo dann immer wieder so ein kleiner Konflikt entsteht. Jakob, du bist total drüber, jetzt nimm dich doch mal zurück. Und trotzdem hat sich Jakob, finde ich, und vor allen Dingen auch die Halter natürlich super entwickelt. Man sieht Situationen jetzt nicht zu spät, sondern eher zur gleichen Zeit oder vorher. Man kann Sachen managen, kann ihn rausnehmen, kann gut Absprachen trainieren. Ja, wir sehen ja, wie extrem diese eine Stelle auch da markiert wird von den Hunden. Er ist auch mit Maulkorb ein wunderhübsches Gesicht. Ich teste hier, ob er eine Absprache für mich macht. Er geht erstmal nochmal raus. Deswegen probiere ich es jetzt gleich nochmal. Ne, solche Hunde, wenn ich da jetzt mit Nein aus, die in den Non-Absprachen werden sie total unsicher. Aber mit einem Sitz jetzt, dann sagt er, oh André, super, kenne ich. Mache ich für dich. Ja, und der Jakob, weiß ich noch, im ersten Flow-Moment kriegt jetzt hier auch ein Leckerli geschmissen, wo ich gucken will, ob er das auch aufnehmen kann. Kann er. Nee, und in unserem ersten Begegnungsmoment war das sehr gefährlich für mich. Und ich bin sehr glücklich, dass es Menschen gibt, die sagen, wir lieben den wie unser Kind. Ne, alle schwierigen Hunde sind wie die eigenen Kinder und jeder Hund hat ein tolles Leben verdient. Und ja, es ist einfach schön zu sehen, wie sich die Hund-Mensch-Teams entwickeln über die Zeit. Hier möchte ich euch noch die 5-Sekunden-Pause zeigen. Sehr ein lautes Geräusch. Ich verlange aber einen Sitz. Pinto überlegt echt einen Sitz. Und ihr werdet gleich sehen, wie lange es braucht, bis er es macht. Und zufällig hat der Bagger auch aufgehört zu baggern. Oh, meintest du einen Sitz, Papa? Okay, dann mache ich es jetzt nicht. Ich muss es nicht nochmal sagen. Er hat es dann begriffen. Er sitzt jetzt schön im Sitz. Der Baggerfahrer macht Pause. Ja, an alle euch nochmal, wie gesagt, die Wiederholung. Unser Familienhund, wenn es irgendwie geht, abonnieren. Ich würde mich sehr, sehr, sehr darüber freuen. Und bitte dieses Video auch liken. Und ihr wisst, ich beantworte jeden Kommentar. Wenn ihr wollt, schreibt ruhig was.